Idee. Jetzt holen wir uns erstmal das Stadtportal. Und hier kommen Leute aus dem Sand gekrochen. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Mein Gott. Was zum Glück bin ich kein Bremen-Fan. Wenn du Bremen-Fan wärst, ey, dann hätte ich sogar herausgefunden, wie man in dem Spiel wie man seine Partymitglieder killen kann. Das soll angeblich gehen, ich weiß es leider immer noch nicht genau wie. Ja, ich krieg das schon irgendwann hin. Ich krieg dich down. Kannst du aber drauf wetten. Niemals. So, wir Auch wenn du müssen deine letzte Folge jetzt. bist. Warte mal, ich bin gerade am Überlegen. Hier geht's zur Hauptquest. Und in dem Tempel dahinter ist die Bonusquest. Genau, die machen wir zuerst. Bonus, Hardware-Bonus, 15 Euro. Ich habe gehört nur 5 Euro. Ja, keine Ahnung. Man wollen erst waren 5, dann 8, auf einmal 15. Und Die kann drei ich auch nicht weitere entscheiden. Euro im nächsten Jahr. Nee, die haben doch jetzt 5 Euro bekommen zum Bildungs... 15 Euro oder so, irgendwas war da doch. Auf jeden Fall kriegen sie mir Geld in den Arsch gesteckt. Für nichts tun. Wohl bemerkt. Traumjob, harte. Und für was erhältst du dein Geld? Fürs Rumsitzen. Oder wenn man es noch krasser ausdrückt, für was erhältst du dein Geld? Fürs Schlafen. Ja doch, fürs Zocken, ey. Also, ich bin nur alle. Ja komm, Spieleentwickler bekommen auch Kohle. Und die Ja. zocken auch nur. Kommen die ganzen Viecher Einer wäre immer her? Dings, so als. Die meisten haben. Ja, komm, könnte der Rest ja auch noch kommen. Hallo. Hallo, ich bin hässlich und komme aus dem Sand. Ein Sandmann. Tja. Und ich habe 4 Hände, aber dafür keine Beine. Spannende Form hier. Was zittert der? Ich frage mich gerade, ob den kalt ist. Ich meine, der steht da. Was hat der da an? Stofffetzen? Okay, der hat Stofffetzen. Aber warte mal, wir sind in der Wüste. Neben denen ist eine Fackel. Monster Steht sind noch hier auf, meistens. angekrochen. Sie müssen aufgehalten werden. Nee, Wenn Sie auf den einem Skelett Sarkophag oder des so. Pharao besudeln, dann werden schreckliche Dinge passieren. Oh nein, es werden schreckliche Dinge passieren, wenn Sie den Grab des Pharao öffnen. Warum das denn? Sie werden eine Leiche finden. Oh mein Gott, wie schrecklich. Ich will mir die Mumie nach. Yeah. Maden! Eine dicke Made! Ja, das ist die ganz große. Das ist die größte, wo es gibt. Ja. Naja, komm, also. Ich bitte dich. Oder warte mal, Da war nicht. gab's einen Bossgegner von denen? Ich bin gerade am Überlegen. Egal, wir müssen erstmal das Grab des Pharao finden. Denn Da da. fand ich irgendwie die Spinnen Da ist ein schlimmer Mädchen. hier. Warte mal, war er schon da? Nee, ich glaube, war hier. Bin mir nicht sicher. Oh nein, tote Hyänen. Toll. Grabwächter, Köter des Aschüspis. Schuss. Stirb, Mann! So. Ja, hier kann man auch eine Tür öffnen. Ah, Naja, guck dir diesen Türenmechanismus an. Das konnten die schon in der Antike. Alles elektronisch. Heute kriegen es manche Länder immer noch nicht hin. Tja. Schlimm, schlimm, schlimm. Das ist genau wie die immer. Ich kann immer mehr Deutsch sabbeln. Ja, die können es auch nicht. So, war das hier? Oh Mann, ey, diese scheiß Maden. Ich blockiere den ganzen Weg hier. Ja, wie die sterben, ey. Die können doch gar nicht reden. Hast du schon mal eine Made reden sehen? Ja. Wo denn? Irgendein Comic war das. Ja, klar. Ich glaube, die Made war da ein Boss. Also hier, ja, Feind, ne? Ah Oh mein ja. Gott, eine massive Steintür. Ja, komm. Mumien! Oh nein, es ist Imhotep! Aber ne, Imhotep ist auf unserer Seite. Oh nein, er ist aus Knochen geworden. Dass du die hier immer anfackeln musst. Klopapier brennt gut. Klopapier brennt. Gut. Ich habe immer gedacht, Klopapier tut er sich einfrieren. Was passiert, wenn man Ah. einen Stein erwärmt?
mir wird kalt. Ja komm, dann machen wir das Ding da mal kaputt. Ist aber lustig, ja. Wenn du irgendeinen Gegenstand erwärmst, dann wird er kalt. Hä? Hä? Sind die noch? Oh Gott, ja, weil die eben erst gekommen sind, ja, weil du schlecht bist. Ja, wollte ich gerade sagen, die haben das Teil kaputt gemacht und in dem Moment sind sie gerade gespawnt. Solche Kleinigkeiten, Spielfehler. Oh, jetzt kommt die wieder aus der Erde, ey. Oh, wir sind Zombies. Zombies! Stunnen! Oh, sie hängen nach vorne. Oh. Wie jetzt alle rumhängen. Ach, ich höre jetzt schon die nächsten. Tja, ich hab... wir kommen aus der Erde. Wir sind Erdenbewohner. Ja, oh, du machst natürlich wieder alles kaputt. Ich hab Spaß dran. Ja, toll. Guck mal, die haben die Trikots von Bremer. Grün. Oh, da liegt was. Mhm. Was ich willst halt... du denn, du schwebender Typi? Mein Gott. Ich glaube, das Spiel ist hier wirklich nicht gut bekommen, ey. Dann heißt es, Ego-Shooter machen aggressiv. Fußball aber auch. Ja, Fußball macht sehr aggressiv. Genauso wie Frauen, Schule und alles andere auf dieser Welt. Und ich habe immer gesagt, dass die alten Nintendo-Spiele mehr aggressiv machen als Ego-Shooter. Hm. Vor allem, wenn du Super Mario spielst und Mario stirbt andauernd. Oh, das ist so schlimm. Weißt du, du hast gerade 100 Münzen gesammelt, ne? Du musst nur noch hinspringen. Stirbt er. Ich kenne das auch. Oh, oh. Kannst alle Münzen nochmal neu sammeln. Tja. Das ist ja mehr Schlechtes. Deswegen spiele ich solche Spiele nicht. Oh, warum lockt er mir die Sachen da an? Oh, schau mal das Ding da und komm, kümmere du dich um die Typen. Es kommen immer neue. Naja. So, eins Hälfte weg. Tot. Jetzt muss die andere Hälfte dran glauben. Der Dicke checkt's nicht. Der verrückt den noch Silber. Ah, guck. So. Khufu Sarkophag. Ich glaube, das ist gerade schon der richtige. Ja. Oh nein, guck mal, was gespawnt ist. Was denn? Ach, da unten ist was. Ach so. Ach du Scheiße. Ich frage mich, wie die Teile spawnen können. Warum sind die so groß? Seit wann kann ein Mensch so groß sein? Was sind das in dem Spiel? Ach, die sind. Oh, jetzt sind sie gerade tot, ey. Da war es wieder. So, nehmen wir uns einen Stab. Weil wir nicht noch nicht genug haben. So, mit dem Stab bin ich jetzt rechtmäßiger Herrscher von Memphis. Ich werde die Galaxie regieren! Ja, ich hab den Stab aber auch. Ah, dann ist es eine Fälschung. Ja, klar, klar. Ja, dann müssen wir es wieder ausbetteln hier. Okay. Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Ja, ich weiß es nicht. Wie geht das? Hier, Greenyard, Gruppe verlassen, entfernen, ausschließen. Nee, da steht nichts mit angreifen. Verdammt. Schade. Er soll aber gehen, ich weiß aber nicht wie. Tja. So, hier drin gibt's nichts mehr. Können wir wieder zurückgehen. Gehen. Denn hier gibt's doch keine Autos. Hier gibt's doch keine Autos. So ein Linien oder so. Oder so ein Kamel. Dass man wie das abgehen wird. Ja, der Kollege zittert hier weiter rum. Auch wenn es keinen Grund mehr gibt zu zittern. So, dann statt die Quest sofort abzugeben, tun wir jetzt lieber erstmal, den nächsten Bossgegner besuchen. Ach, tu mir das. So, wo war denn das? Ah, hier vorne war das schon. Na, da ist er doch schon, die Sphinx. Ich wollte dagegen stimmen. Nein, wir gehen jetzt da runter. Die Hallo. Kleine Sphinx. Och, geh doch mal da rein. Nee. Ich weiß nicht, der hat so ein Fable an Höhleneingängen vorbeizulaufen. So, erstmal die Geister hier ein bisschen aufstacheln. Komm mal her hier. Für mich müsste es eigentlich unmöglich sein, den Char. Genauso wie für deinen Dicken. Der Dicke, die Sinusablenkung. Oh nein, sie sind schwarz geworden. Was wollten die Entwickler damit nur kompensieren? Negerkinder.
Schrein der Erfahrung. Schrein der Dummheit. Den nehme ich mal. Aha, wenn du den willst, nehme ich ihn. Lalala. Oh, diese scheiß schwarzen Typen. Das sind maximal pigmentierten Goblins. Bei uns auf der Schule gilt das jetzt als Beleidigung. Maximal pigmentiert? Die Lehrer sagen trotzdem immer noch Neger. Sag ich ja auch. Ja, ganz ehrlich, ja, ich... Obwohl, kenn ich einen Schwarzen? Nee, kenn ich nicht. Aber trotzdem, die haben nichts dagegen. Und bitte, wo ist da, soll das rassistisch sein? Du bist schwarz. Ja, ist er doch. Die haben nichts dagegen. Ja, was denn? Wenn so ein maximal pigmentierten sagen tust, du bist schwarz. Ja, was denn, ist er doch. Ich sag immer schwarz. Sag einfach mal zu denen, you are black man. Oh. So, wir gehen hier lang, weil wir Lust dazu haben. Ich nicht. Ich wurde gezwungen. Weil du weißt ganz genau, was passiert, wenn du es nicht tust. Nein, ich weiß es nicht, aber... Oh nein, wir sind alles Zombies, wir sind so langsam. Mein Gott, das Spiel ist hier wirklich nicht bekommen. Junge, du musst auch. Vor allem im Fußball. Spiel FIFA. Nee, FIFA ist scheiße. Das ist viel zu einfach. Viel zu ein. Ja, hallo, ey, ich hab keinen Bock, hier Spiel mit Leverkusen zu gewinnen. Mit Leverkusen? Ich will. Ich mach schon mal. Was soll ich jetzt zum Kaiserslautern sagen? Was denn? Ein Brunnen! Wie kommt ein Brunnen hier rein? Und ich frage mich gerade, wie das Licht hier reinkommt. Ist da oben ein Loch? Sag mal, rieselt da Sand runter oder was ist das? Ich weiß es nicht. Das Wasser will ich nicht mehr trinken. Wirst du voller Drogen davon, ey. Bist du drogenabhängig, ey. Siehst du alles voll abgespaced. Da wird es wie dieser Minecraft Tower. Ui! Alter Gott, der Minecraft Tower, ey. Ich hab Gudi gehasst dafür. Aber du bist da auch wie oft runtergesprungen? Fünfmal? Ja, ich wollte glaube ich eigentlich nur zweimal machen. Ja. Vielleicht sind jetzt einige verrückt davon geworden, es tut mir leid. Hallo? Ich hab's nicht gebaut. Aber du bist fünfmal runtergesprungen. Ja, ich bin sowas auch gewohnt, ich bin halt wahnsinnig. Ja. Du bist Leverkusen-Fan, das reicht aus. Stille. Oh. Ja. Ja, ich bin gestorben, welch Wunder! Mein Vater kam ja gerade durch die Tür. Tot? Was? Dein Vater läuft durch die Tür. Er hat sich das angehört. Was soll das, ey? Da kommt er einfach durch die Tür mitten beim Zocken. Ich glaube, ich habe sogar gesagt, dass ich jetzt noch was mache. Was machst du da hinten? Ja, ich kämpfe gegen die zwei Wölfe. Ich hab nicht mehr genug Leben, muss wegrennen. Na, danke. Ich schlag halt total la. Wenigstens bin ich nicht verreckt. Ja, du wurdest auch nicht gestört. Doch, vorhin. So, eine Sache finde ich... Warum muss da eine Falle stehen? Beruhige dich. So, ist das eine Sache finde ich absolut genial. Was ist das denn? Ist es ein Schild oder ist es so eine komische Sonne? Was ist das? Es leuchtet. Sieht aus wie ein Schild. So, wir müssen noch weitergehen. Ach, müssen wir das? Steht das? Steht auf... auf meiner Stirn. Okay, weiter. Immer der Nase nach. Immer den toten Bremer nach. Tote Bremer, ja. Je mehr Leichen du findest, desto näher kommst du dem Ziel. Wir haben ja noch Fanfreundschaft mit Bremen. Im Abstiegskampf gibt es keine Freunde.
Ja. Ich als Teilzeit-HSV-Fan. Hm? Mhm. Oh Gott, so ein halber HSV-Fan. Ja, nicht halber, so ein Viertel, so ein, ja, ist schon cool. Da oben.